Hallo YouTube, heute ist Montag, ich bin Mr. Sunshine und los geht's. Und zwar seht ihr im Hintergrund eine Team Deathmatch Cam von mir. Spielt auf Octane mit der Honey Badger, Charlie und Magazinerweiterung. Spezi-Paket habe ich gespielt, als normale Perks habe ich dann gespielt. Beweglichkeit, schnell ziehen, Versteigerung, Konzentration und Hardliner. Und als Spezi-Plünderer Vorbereitung, Fingerfertigkeit, Aufklärung und Meisterschütze. Mit der Spektrum-Tarnung, die ein bisschen skurril ausschaut, vor allem auf Octane. Aber ich habe es dann natürlich trotzdem geschafft. Zu der Cam muss ich sagen, sie kann man echt extrem gut angucken. Also das geht zwar jetzt über das komplette Spiel verteilt, aber ich finde sie sehr nice von mir gespielt. Vor allem, ich habe jetzt seit 3 Monaten nicht mehr so richtig auf Cam gespielt. Komme ich auch später nochmal dazu, bla bla bla. Und ja, Gegner war natürlich auch nicht gerade so der Burner. Deswegen hat es auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, aber ich denke mal, man kann sich trotzdem angucken. Dann muss ich euch ganz kurz so eine Geschichte erzählen zu dieser Lobby. Und zwar war das das 4. von 4 Spielen in dieser Lobby. Und zwar gab es immer Team Deathmatch, weil ich schon, habe ich nie auf so Cam gespielt und habe halt immer Abschlussserien gespielt und so weiter. Und das war halt echt so eine Hardcore-Lobby, das glaubt ihr gar nicht. Die haben nicht gespielt mit MG, Thermal haben sie nicht gespielt, sondern, jetzt pass auf, sie sind in ihren Spawn gegangen, haben sich da zu dritt reingeschimmelt und haben gewartet. Vor allem aufs Sowegen war das, leck mich am Arsch. Haben die sich da abgekämmt? Das glaubt ihr gar nicht. Der eine war irgendwie in diesem Tunnel gelegen, der andere war dann im Gras gelegen oder auf irgendeinem Spawn-Seite und was auch immer. Wir hatten am Ende 40 Kills, ja. Ich glaube, wir hatten die, ich glaube, 54 müssen die anderen gehabt haben. 10 Minuten waren um, Spiel war vorbei. Es war einfach nur krass, wie sich die in die Ecke gegammelt haben. Also das ist ja... Aber ich bin ja einer, der jetzt über das Spiel abflamed, aber jetzt nicht generell über das Spiel, sondern nur über die einzelnen Camper, was auch immer. Weil ich habe ja selber so einen COD-Kanal, das bringt ja nichts, wenn ich da jetzt irgendwie bla 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 irgendwas anders mache, weißt du, ich meine? So. Invasion muss ich leider auf Mittwoch verlegen lassen. Ich habe es eben nicht mehr geschafft, irgendwie ansatzweise auf der PS4 irgendwas zu spielen, beziehungsweise die Maps da irgendwie ansatzweise anzuzocken. Also ich habe es ja schon gespielt, aber geht halt nicht. Vor allem auf der 3er kannst du ja, wenn du das auf der 4er runtergeladen hast, nicht nochmal übernehmen. Also das geht schon, aber du musst das DLC erst gekauft haben. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, bei mir geht es nicht, Punkt aus Ende. So, jetzt, wieso? Wie? Wieso hast du 3 Wochen dann nicht auf Cam gespielt? Wieso kriegst du das mit Inversionen nicht hin? Wieso bist denn du so ein Lappen? Was soll denn das? Du bist so scheiße, ich deabonniere dich, was auch immer. Pass auf. Ich brauche immer ein Erfolgserlebnis, ja? Also ich erkläre es jetzt mal ganz kurz. Ich habe 3 Wochen jetzt lang nichts geschissen bekommen, deswegen habe ich auch immer nur Gameplays von Freunden bekommen. Ja gut, es ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber es ist halt scheiße, weil ich weiß, gut, ich mache das jetzt nur als Notlösung, weil ich eben nichts auf die Reihe bekomme. Beispiel ist jetzt der Helipilot, den nehme ich jetzt als Beispiel. PS3 immer damals Helipilot rausgehauen, wie nichts, weil es einfach übel gebockt hat. Und auf der PS4, machst du an, nichts. Ich habe da, wenn es hochkommt, vielleicht eine 1,4er-Quote. Aber was bringt mir eine 1,4er-Quote, wenn ich im Spiel immer ein 17:9 habe oder so? Das bringt mir nichts. Wisst ihr, wie ich meine? Und da bin ich auch irgendwie nicht stolz drauf, auf mein Gameplay, beziehungsweise auf meinen Spielstil. Weiß auch nicht, an was das liegt, ob es jetzt am Controller liegt, ob es an der Connection liegt, weil das ist eher für den Arsch alles. Oder ob es eben jetzt an den Gegnern liegt, was auch immer, ob es auf der PS3 jetzt anders ist oder auf der PS3 ist wirklich anders, weil das ist wirklich krass, das müsst ihr euch mal geben. Ich war jetzt eine Woche lang auf der PS4, nur auf der PS4, ich habe ein einziges Gameplay gespielt, ja, ein einziges. Und es ist trotzdem noch schlecht. Aber ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich dann am Mittwoch hochladen, um eben da meine... Es ist zwar nicht von Inversation, aber ich krieg wirklich nichts auf die Reihe. Vor allem bei der PS4 ist es so, ich bin einer, der extrem gern im Spiel mit seinen Leuten spielt, weil es einfach viel mehr Spaß macht, als irgendwie alleine da zu schwitzen und versuchen, sich da ein Gameplay zu erschimmeln, weil es die anderen dann irgendwie auch so machen. Nee, auch wenn man jetzt mit Team spielt, ist da oben natürlich das Teamgelaber, ist auch da, aber natürlich muss man das auch akzeptieren, weil ich denke mal, so ein Gameplay, wenn es Spaß gemacht hat, wenn es gut ist, dann macht es den Zuschauern natürlich auch Spaß und den Spaß und diesen Spielstil, den soll man ja auch vermitteln, deswegen hat man ja auch immer Bock drauf, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Let's Play anguckt, der ein neues Game bringt oder so, dann guckt man sich das ja auch an, weil es einen Bock macht, weil man auch denkt, das will ich jetzt haben, aber ich kann es mir nicht leisten, dann gucke ich mir lieber von dem an, wie das da ausgeht, bla bla bla. So ist es bei mir zumindestens. Also irgendwie Spaß muss bei mir sein und ich denke, das im Team macht es viel mehr Spaß, als wenn man alleine spielt. Vor allem bei Herrschaft alleine ist halt echt krass, vor allem
Auf der PS4 ist es ja noch härter, weil ich weiß nicht, ich spiele eigentlich nur noch die Deathmatch-Ups, ich bestätige, die geht da gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Und ich versuche natürlich da immer alles allen was recht zu machen, sagen wir so. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Lust hast und sagst, ja gerne, ich würde auch gerne mit euch zocken, beziehungsweise mit mir zocken, dann musst du mich einfach retten auf der PS3 oder PS4 Mr. Sunshine HD. Ist, denke ich mal, nicht so schwer, mich da zu finden. Ich bin zurzeit, denke ich mal, wieder auf der PS3 unterwegs. Wie gesagt, es macht mir echt viel mehr Spaß. Auf jeden Fall. Ja, kannst du ja gerne mal mitzocken. Also, ich habe da nichts dagegen. Hätte ich auch ein paar Leute, mit denen ich dann zocken kann, weil ich habe jetzt schon ein paar, aber die sind halt immer dieselben. Wisst ihr Bescheid? Und jetzt grüße ich auch mal ganz kurz alle Leute aus dem RIPD-Clan, natürlich auch aus allen anderen Clans, aber nicht so hart wie die. Wir sind zwar nur so ein Fun-Clan, nicht kein Fun-Clan, sondern ein Feierabend-Clan, aber trotzdem geht's bei uns ganz schön ab. Und jetzt mal zurück zum Thema. Und zwar, ich habe es noch nicht geschafft, ich glaube, es noch nie geschafft zu haben, auf der PS4 jetzt den Elite-Pilot zu haben. Doch, nee, ich weiß es echt nicht mehr. Tut mir leid. Auf jeden Fall möchte ich jetzt auch nicht die PS4 irgendwie so schlecht reden oder so, nur weil ich auf der nichts geschissen bekomme. Ich denke mal, das liegt dann größtenteils an mir. Ja. Punkt aus Ende. Was mir aber oft bei der PS4 aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an der Connection liegt, also jetzt nicht von Internet Connection, sondern eher von PS4 zu Fernseher. Und zwar, wenn ich schieße jetzt auf L1, weil man da irgendwie ansatzweise schneller ziehen kann. Ich bin einer, der echt schnell ziehen muss. Das heißt, Vorbereitung und schnell ziehen sind Pflicht bei mir. Ich weiß nicht wieso, ist halt einfach so. Ich brauche das. Und bei der PS4 dauert es so ewig lang, bis man da anvisiert, weil der PS3 geht, das zack, bist du drin. Aber bei der PS4, das dauert so lange, das ist voll krass. Und ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie umstellen kann. Ich spiele jetzt schon auf Taktik, also Standard Taktik 2. Das heißt, ich messe ja normalerweise auf Kreis und Dropshot auf dem rechten Stick, wenn ich den drauf gedrückt habe. Jetzt, wenn ich auf den Stick drauf drücke, dann messe ich und Kreis es hinlegen. Und das ist extrem krass, vor allem bei dem einen Gameplay, wenn ich es dann verwenden werde. Seht ihr das dann nochmal übel? Das ist nicht mehr witzig. Ja, was kann ich noch zu dem Controller sagen? Ich finde ihn eigentlich extrem nice. Und PS4-Grafik ist auf jeden Fall echt besser. Das ist PS4, ist ein Royal-Bildschirm dagegen. Jetzt nicht vom Startmenü, sondern echt vom Spiel her, weil vom Aussehen und zwar hat sich ein bisschen was verändert, aber nicht allzu viel. So. Jetzt nochmal kurz auf das Erfolgserlebnis zurück. Also ich finde natürlich, man braucht ein kleines Erfolgserlebnis. Jetzt hier nicht irgendwie hier so Cam raushauen und sonstiges, sondern wirklich, ich sage jetzt einfach mal, ein Dreifach-Kill oder ein Turn-On oder ein Jumpshot oder ein Quickscope. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich über einen Kill zu freuen, generell über das Spiel mal zu freuen. Und dann macht das Spiel auch wieder Spaß. Und ich bin am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir was da lassen. Und dann würde ich sagen, bis auf sonnige Tage. Euer Mr. Sunshine. Ciao.